CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, um es vorwegzunehmen, Herr Kollege Höderlin, wir werden Ihrem Antrag nicht zustimmen können, und zwar aus einer ganzen Reihe von Gründen. Die wirkliche Wichtigkeit, die Sie dem Thema einräumen wollen, die zeigt sich übrigens so ein bisschen in der Genese der Tagesordnung für heute. Sie haben sich erst ausgedacht, dass Sie hier das Thema diskutieren wollen. Dann war Ihnen ein anderes Thema wichtiger. Dann haben Sie nochmal umdisponiert. Und dann kamen Sie mit diesem etwas hilflosen Antrag. Das ist übrigens ein Gemisch von Ideen, die von uns kommen, die Sie ein bisschen übernommen haben, um dann im Einzelfall, da werde ich darauf eingehen, und so ein bisschen überkommenen Positionen. Sie sind witzigerweise Sie sind so in etwa der Letzte, offensichtlich auch in Ihrer Fraktion, der noch sagt, dass das NetzDG gar kein Erfolg war. Da hätte ich Ihnen sehr ans Herz gelegt, die Anhörung im Rechtsausschuss. Da war es ja tatsächlich so, dass Ihre Fraktion über weite Strecken der Anhörung gar nicht vertreten war. Also Ihr Interesse ist oftmals leider nur vorgeschoben. Und deswegen, meine Damen und Herren, kommen wir zur Sache. Hass und Hetze sind natürlich Themen, denen wir im Netz mit großer Entschlossenheit entgegentreten wollen. Und das Thema Weiterentwicklung des NetzDGs, das ist im Übrigen auch nach Ansicht der Stakeholder in der Diskussion ein wirklicher Erfolg. Einige reden von einem Überraschungserfolg geworden. Dieses wollen wir weiterentwickeln. Wir wollen Gutes besser machen und haben dazu eine Reihe von Vorschlägen auf den Tisch gelegt. Sie haben heute wahrscheinlich die Tagespresse verfolgt. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über einen Referentenentwurf. Und wir sind guten Mutes, dass in diesem Referentenentwurf die vielen klugen Vorschläge, die die Unionsfraktion in dieser engagierten Debatte auch schon in einem Positionspapier niedergelegt hat, sich wiederfinden werden. Wir haben die Strafverfolgungsbehörden gestärkt. Es gibt Gespräche mit den Ländern. Das Thema Schwerpunktstaatsanwaltschaften, das wollen Sie uns hier tatsächlich als neu verkaufen. Abenteuerlich. Darüber diskutieren wir hier in diesem Hause schon seit über einem Jahr. Sie haben es jetzt mitbekommen. Glückwunsch dazu. Auch das Thema regulierte Selbstregulierung. Das ist übrigens ein Thema, das sich jetzt, glaube ich, erstmalig in einem FDP-Antrag findet. Ist eigentlich erledigt. Wir sind da schon deutlich weiter. Sie fangen gerade an, bewegen sich ein bisschen schneller, dann kommen Sie hinterher. Ich will auf einige Punkte Ihres Antrages eingehen, die schlicht falsch sind oder einfach auch nur widersprüchlich. Schlicht falsch ist die Behauptung, es würde eine Klarnamenpflicht angestrebt werden. Das hatte ich Ihnen schon mal hier berichtet. Mit der Unionsfraktion ist eine Klarnamenpflicht nach intensiver Debatte nicht zu machen. Weil wir, wissen Sie, Frau Künast, bei uns ist es vielleicht ein bisschen anders als bei der Fraktion der Grünen. Bei uns dürfen einzelne Mitglieder natürlich auch abweichende Meinungen haben. Die werden nicht gleich niedergebrüllt. Und insofern, meine Damen und Herren, Klarnamenpflicht wird es bei uns mit uns nicht geben, weil wir gesagt haben, eine Verpflichtung wird, nun reden Sie mal bitte nicht dauernd dazwischen, eine Verpflichtung wird es mit uns nicht geben. Wir gehen den Weg der Anreize. Wir wollen durchaus die Netzwerke ermutigen, Anreize für die Klarnamenverwendung anzudenken und diese einzuführen, weil wir festgestellt haben, dass das Thema Klarnamenverwendung durchaus die eine oder andere Hemmung bei der üblen Beschimpfung und Herabsetzung von weiteren Personen anreizen und bilden kann, allerdings nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg ist. Anonymität ist eben auch ein Bestandteil der Meinungsfreiheit, und die Meinungsfreiheit, die ist uns wichtig, und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das NetzDG die Meinungsfreiheit schützt. Sie schlagen hier beispielsweise auch eine effektivere Strafverfolgung vor und fordern lustigerweise die Einrichtung einer Zentralstelle, um solche Hinweise absetzen zu können. Wenn Sie Ihren Antrag auch nur in Ansätzen sorgfältig gelesen hätten, dann wäre Ihnen eine halbe Seite vorher aufgefallen, dass Sie sich gerade dort gegen die Einrichtung einer zentralen Stelle beim BKA ausgesprochen haben. Also beseitigen Sie die Widersprüche in Ihrem eigenen Antrag. Und meine Damen und Herren, das will ich dann doch noch gegen Ende der Rede erwähnen. Das hat mich allerdings dann schon verwundert, dass Sie, auch wenn Sie so einen Antrag, der im Übrigen erst gestern Abend dann vorgelegt worden ist, so ein bisschen schnell zusammenstoppeln mussten, aber dass Sie von der FDP auf die Idee kommen, WhatsApp-Kommunikation beispielsweise und Kommunikation auf Messenger-Diensten unter den
Geltungsbereich und den materiellen Geltungsbereich dessen zu stellen, was heute im NetzDG geregelt ist, das ist ein starkes Stück. Das ist im Übrigen ein echter Anschlag auf die Meinungsfreiheit. Und dass das ausgerechnet von der FDP kommt, das nimmt doch Wunder. Sie würden damit einen Wechsel der Parameter vornehmen. Sie würden nämlich nicht das Netz überwachen und gegen Einzelne vorgehen, sondern Sie würden Endgeräteüberwachung etablieren wollen. Das ist mit der Union nicht zu machen. Wir sind mit dem NetzDG zufrieden. Es hat sich bewährt. Wir machen Gutes besser. Es liegt in Kürze ein Entwurf der Bundesregierung auf dem Tisch. Wir haben den sorgfältig vorbereitet, haben eine engagierte Diskussion. Und ich bin außergewöhnlich optimistisch, dass wir das mit einem besonders guten Ergebnis Ende des ersten Quartals diesen Jahres abschließen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Stefan Brandner, AfD-Fraktion. Frau Künast, ich habe noch gar nichts gesagt, da gibt es noch gar nichts dazwischen zu reden. Ich glaube, Sie haben schon Visionen, Brandner-Visionen, oder? Meine Damen und Herren, der Kollege Müller hat ja gerade hier schon einiges erzählt. Ich kann daran anschließen, denn mit dem vorliegenden Antrag beweist die FDP, dass sie genau das Gegenteil der von ihr immer sogenannten Service-Opposition ist und dass sie von parlamentarischer Arbeit in etwa genauso viel Ahnung hat wie von eigenen Medienbeteiligungen. Am Cicero beispielsweise nämlich gar keine. Herr Martens, wo ist Herr Martens? Der kennt sich ja da besonders aus. Exemplarisch dieser Tagesordnungspunkt. Erst auf der Tagesordnung ohne Text- und Drucksachennummer, dann wieder weg, ein neues populäres Thema, ein neuer Antrag zur Bonpflicht, auch ohne Text und ohne Drucksachennummer, dann das wieder runter von der Tagesordnung und dieses Thema wieder ohne Text und ohne Drucksachennummer und gestern Abend dann dieser sogenannte Antrag, meine Damen und Herren, so sieht die Parlamentsarbeit der Freien Demokraten hier im Haus aus. Hektisch ein bisschen hier, hektisch ein bisschen da, ein bisschen von der AfD abschreiben, viel von den anderen abschreiben, daraus einen vermeintlichen Digitalcocktail mixen und auf Beifall hoffen. Alleine, der kam nicht, ihr Liberalalas, und der wird auch für einen so wurschtigen Antrag, wie ihr den hier vorgelegt habt, nicht kommen. Ihr könnt froh sein, dass keiner darüber berichtet und keiner draußen merkt, was ihr hier so zusammengestückelt habt. Damit, meine Damen und Herren, ist eigentlich alles zu gelben Murks gesagt und ich könnte meine Rede hier tatsächlich beenden, wenn ich nett wäre. Bin ich aber nicht. Wenn schon die eigenen nicht klatschen, dann muss man die anderen dazu bekommen. So funktioniert das. Bin ich aber nicht, also nett bin ich aber nicht. Deshalb noch einiges zum sogenannten Inhalt dieses sogenannten Antrags, meine Damen und Herren. Das NetzDG abschaffen, in den Antrag reinschreiben, eine gute Idee, leider von der AfD abgeschrieben und abgekupfert, nachgemacht. Meinen Sie, es merkt raus in der Öffentlichkeit keiner? Wie blöd halten Sie die Öffentlichkeit eigentlich? Zumal ja dann das NetzDG abschaffen im Antrag am Anfang drinsteht. Und wenn man weiterliest, wollen sie es gar nicht abschaffen. Sie wollen es einfach nur zerstückeln und in andere Gesetze implementieren. Was ist das denn für eine komische Idee? Meine Damen und Herren, weiter im Antrag. Die Zunahme von Hass und Hetze sei eine zentrale Herausforderung für unsere Demokratie, heißt es dann in guter DDR-Diktion im ersten Satz und zeitgleich, wohin die Reise geht. Ich behaupte mal, es gibt noch zentralere Herausforderungen für unsere Demokratie, nämlich den Rechtsstaat wiederherzustellen, meine Damen und Herren, das Gewaltmonopol durchzusetzen, die Gewaltenteilung umzusetzen und sichere Grenzen einzurichten. Das sind die wahren Herausforderungen, aber das interessiert Sie offenbar nicht. Sie zeigen dann weiter, dass Sie das thematisch aufgreifen, was Antifa, Linksgrüne, Staatsfunk, Regierungsfraktionen und Bundesregierung vorgeben. Und Sie machen sich hübsch für Koalitionsverhandlungen, wahrscheinlich wieder egal mit wem, jeder mit jedem, alles und immer. Das ist Ihr Motto. Hauptsache gut dotierte Pöstchen im Krampf gegen rechts irgendwas machen. Die FDP wieder mal als klassischer inhaltsleerer Wurmfortsatz der anderen. Keine Ideen und keine Ideale und genau das als Ideen und Ideale zu verkaufen. Es ist wirklich peinlich mit Ihnen, liebe Freunde von der FDP. Hass und Hetze bekämpfen, dagegen kann man natürlich nichts haben, aber Sie wollen was ganz anderes, klassisch Altparteien. Sie wollen massive Eingriffe in die Meinungsfreiheit, Sie wollen Zensur, Sie wollen Internet-Stasi, Sie wollen gegen alles Vernünftige, gegen alles Bürgerliche vorgehen. Aber genau das wird mit der AfD nicht zu machen sein, denn wir stehen inzwischen leider fast alleine für einen liberalen, demokratischen, meinungspluralistischen Rechtsstaat. Alleine wir.
sind in der Lage, vernünftige bürgerliche Politik zu machen. Und genau deshalb hassen Sie uns von den Altparteien so sehr, weil wir Ihnen jeden Tag von hier vorne und draußen auf den Straßen den Spiegel vorhalten, jeden Tag zeigen, dass Ihre Politik falsch ist und Deutschland schadet, meine Damen und Herren. Und genau das wollen Sie schrittweise verbieten und einschränken, aber genau das wird mit uns nicht gelingen. Meine Damen und Herren, dieser FDP-Antrag hat nichts mit der Meinungsfreiheit zu tun, so wie es im Titel drin steht. Im Gegenteil, Sie wollen mit neuen Verboten mehr Meinungsfreiheit schaffen. Ja, wie krude ist das denn? Merken Sie, wie absurd das ist? Ihr Antrag will also mitnichten etwas für die Meinungsfreiheit tun. Er will spalten, er will aufhetzen und einschränken. Nennen Sie das Kind beim Namen, ziehen Sie Ihren Antrag zurück, kloppen Sie ihn in die Tonne und belästigen Sie uns hier nicht mit solch einem Mist. Dankeschön. Herr Kollege Brandner, ich gehe davon aus, dass das kleine Scharmützel, was Sie mit Frau Künast am Anfang hatten, Sie daran gehindert hat, das Präsidium ordnungsgemäß anzureden. Zu Ihren Gunsten gehe ich davon aus. Das hat Sie sehr beschäftigt. Ansonsten müsste ich Ihnen einen Ordnungsruf erteilen. Davon sehe ich noch mal ab. Als nächster Redner hat der Kollege Florian Post, SPD-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Herrn Brandner kein Wort. Ich glaube, das hat für sich selbst gesprochen, seine Rede. Wir haben hier auch schon sehr oft gesprochen über Verrohung und Hass und Hetze im Internet, die wir bekämpfen wollen. Und ich glaube, fast alle Fraktionen hier im Haus, bis auf eine, sind wir uns wahrscheinlich einig, dass bei uns die Meinungsfreiheit dort aufhört, wo das Strafrecht beginnt. Und natürlich liegt hier auch genau das Problem begraben. Es geht auch um die Durchsetzbarkeit von Strafrecht, aber auch von zivilrechtlichen Ansprüchen bei Beleidigungen im Netz oder sonstige Hetze. Deshalb ist ja auch das NetzDG eingeführt worden. Und Herr Höferlin, Kollege Höferlin von der FDP, ich kann hier Ihre Argumentation wirklich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Sie sagen in Ihrer Rede, Hass und Hetze im Internet nimmt jeden Tag zu. Deshalb hätte sich das NetzDG nicht bewährt. Ja, das wäre ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, weil nach wie vor irgendwelche Häuser abbrennen, dann schaffe ich die Feuerwehr ab. Also es kann ja nicht die Konsequenz sein. Und wie gesagt, Sie lehnen ausdrücklich in Ihrem Antrag im Übrigen dann auch die Meldepflicht ab. Bisher ist es so, dass bei Morddrohungen Plattformbetreiber sozialer Medien das freiwillig melden in Strafverfolgungsbehörden. Es ist doch viel besser, wenn wir uns auf ein Verfahren hier einigen, dass es gesetzlich eben reglementiert ist, dass es eine Pflicht zur Weitergabe gibt, dass es nicht jedem selbst überlassen bleibt oder einem Ermessensspielraum von Mitarbeitern. Also ich finde schon, dass wir hier ein Regularium brauchen und aus diesem Grunde wird ja auch das NetzDG weiterentwickelt. Alles, was Sie hier gesagt haben, Herr Kollege Höferlin, ist nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ich gehe mal davon aus und das bin ich fest davon überzeugt, dass auch in der FDP niemand es für gut heißt, wenn Morddrohungen im Internet ausgesprochen werden oder sonstige strafbaren Handlungen verfügt. Ja, aber wie wollen Sie denn dann diese Straftaten verfolgen, wenn sie auch den zuständigen Behörden nicht kenntlich gemacht werden? Und deshalb brauchen wir diese Weiterentwicklung des NetzDGs und auch eben diese Meldepflicht und meinetwegen auch, ich weiß, kann man über den Namen kann man streiten, zentrale Meldestelle, die Sie in Ihrem Antrag noch explizit ablehnen. Also hier erkenne ich einen eklatanten Widerspruch und weiß nicht, wie Ihr Antrag quasi jetzt hier dazu dienen soll, das NetzDG weiterzuentwickeln. Sie gehen ja schon ein bisschen so in die Richtung, ja okay, Sie wollen es zwar immer noch abschaffen, aber einzelne Punkte finden Sie dann doch wieder nicht so schlecht und wollen es ins Telemediengesetz überführen. Also insofern halte ich Ihnen jetzt mal zugute, Sie befinden sich auf dem richtigen Weg, wenn wir jetzt noch ein bisschen diskutieren und noch hier konstruktiv zusammenarbeiten, dann wird das schon, da bin ich fest davon überzeugt. Also unsere Tür steht offen, wir sind hier gerne bereit mit der Opposition hier konstruktive Vorschläge zu erarbeiten und ja, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Post. Nächste Rednerin ist die Kollegin Anke Domscheit-Berg,